Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Freunde! Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass ihr, wenn ihr eine dieser ganzen COD-Tracker-Apps benutzt, die Möglichkeit bekommt, eure Lobbys in Warzone, bevor es startet, euch auszusuchen. Das heißt, ihr könnt gucken, wie gut ist die Lobby, wie schlecht ist die Lobby, wenn sie gut genug ist. Viele bieten jetzt schon so eine Art Ranking-System an, das heißt, in vielen Apps seht ihr, es ist Bronze, es ist Silber, es ist Gold. Bronze ist die schlechteste Lobby, Silber ist dann mit besseren Spielern und so weiter. Und diese Apps sind seit einer Woche gehen die durch die Decke. Es gibt immer mehr Leute, die diese Apps nutzen, immer mehr Leute, die diese Apps anbieten. COD selber hat so eine Tracking-App, die natürlich nicht so funktioniert wie die, die wir alle jetzt benutzen aktuell. Und einige von euch haben die Befürchtung gehabt, dass sie mit diesen Apps gebannt werden. Das ist Quatsch, Leute. Keiner wird, wenn er diese App benutzt, gebannt. Ihr könnt ja offiziell euren Activision-Account damit verlinken. Das heißt, Activision hätte ja direkten Zugriff drauf, um euch zu bannen. Und auch wenn euch einer erzählt, er wurde wegen dieser App gebannt, ist das Quatsch. Aber Activision hat mal wieder oder beziehungsweise jetzt den Tiefpunkt erreicht. Diese Apps haben euch ja nicht nur dabei geholfen, dass ihr von vornherein in Cold War beziehungsweise in Warzone, in Cold War einige Apps funktionieren da, andere nicht. Da müsst ihr selber gucken, welche für Multiplayer auch funktionieren. Sie haben ja dafür gesorgt, dass ihr die Möglichkeit hattet, auch Hacker von vornherein zu sehen. Das heißt, wenn ihr mal wieder mit Crossplay spielt und in einer Lobby seid und irgendeiner 90% Headshots hat, hat euch eigentlich jede App angezeigt, Vorsicht, in so einem roten Balken für den Spieler, er ist ein Hacker, er könnte einer sein, willst du diese Runde spielen? Viele von euch haben mir auf Instagram und Twitter geschrieben, dass sie teilweise sehr viele Hacker in ihren Lobbys gehabt hätten und dank diesen Apps sich die halbe Stunde Lebenszeit gespart haben und einfach die nächste Lobby gesucht haben. Das Problem mit Hackern haben wir in Warzone seit 2 Jahren. Activision, Raven Software sind nicht in der Lage gewesen, ein richtiges Anti-Cheat-System zu integrieren, was natürlich Geld kostet, was die nicht ausgeben wollen, warum auch immer. Und deswegen haben wir dieses Hacker-Problem und diese ganze Seuche seit wirklich 2 Jahren mittlerweile. Diese Apps haben uns geholfen, wo Activision keinen Cent für ausgegeben hat, von vornherein zumindest den Hackern aus dem Weg gehen zu können. Jetzt hat Activision auf die Apps reagiert und wer glaubt, dass sie anstatt die Ressourcen und das Geld, Black Ops Cold War hat in den ersten 3 Wochen 682 Millionen Dollar Umsatz gemacht, Leute. 682 Millionen Dollar in 3 Wochen. Mit wenig Ingame-Verkäufen, weil kaum was im Shop war, mit der Integration noch mehr, die danach kam, also unglaubliches Geld. Und sie kriegen es trotzdem nicht hin, eine Anti-Cheat-Software zu entwickeln, damit wir alle Warzone, den Multiplayer, entspannter spielen können. Activision hat aber reagiert auf diese ganzen Apps, die jetzt eben da sind. Ihr müsst jetzt, und das hat Activision mit einem einfachen Kniff gemacht, und das ist eine bodenlose Frechheit, dass dafür Zeit innerhalb von einer Woche, dass es in einer Woche passiert und so viel Zeit investiert wird von denen, anstatt sie diese Zeit, die sie jetzt schnell genommen haben, beziehungsweise wo sie jetzt sich wirklich wenig Zeit genommen haben, um das auszuführen, anstatt sie an die Probleme gehen, an die Hacker, an das Anti-Cheat-System, an das Skill-Based Matchmaking, an die Bugs, an die Exploits. Nein, sie haben sich nur die Zeit genommen und haben eure Spielereinstellung, damit eure Stats öffentlich angezeigt werden, auf Default gesetzt. Das bedeutet, ihr müsst jetzt, wenn ihr diese Apps nutzen wollt, und zwar mit allem, was die Apps können, müsst ihr erst auf euren Activision-Account, ihr müsst euren Activision-Account dann eben verlinken und müsst im Activision-Account für eure eigenen PS5, PC, Xbox, was ihr habt, müsst ihr in den Einstellungen eingeben auf der Activision-Seite, dass ihr eure Stats mit der Öffentlichkeit zeigen wollt. Activision hat sich dafür entschieden, dass die Stats, wenn ihr es nicht selber händisch auf frei für alle eingebt, dass eure Stats und die von allen anderen Leuten in den Apps nicht mehr angezeigt werden. Anstatt sich also um das Problem mit Skill-Based Matchmaking und um die Hacker zu kümmern, haben sie sich nur darum gekümmert, dass ihr, wir, jeder von uns ab jetzt nicht mehr in den Apps sehen kann, welche Statistiken welcher Spieler hat, bis so viele wie möglich von uns diese Einstellung auf der Activision Homepage einzeln eingestellt haben.
haben. Macht es bitte, Leute, es hilft der ganzen Community. Ihr werdet für diese Apps nicht gebannt. Ansonsten wären die Apps von Activision schon direkt gebannt worden. Das heißt, diese ganzen Apps werden uns erst wieder dann wirklich helfen, wenn jeder von uns seine Einstellung auf Activision auf der Homepage angeht, um dort freizuschalten, dass die Statistiken von euch auf oder in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Was viel geiler ist und mich viel weniger ärgert, sondern eher Spaß macht, ist die neue Loot-Aktion, die ihr nur bis Sonntag habt. Das heißt, ihr habt, wenn ihr das Video seht, ungefähr 24 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ihr bis Sonntag bestellt mit dem Code Chappy25, bekommt ihr 25% Rabatt auf eure Bestellung. Mindestbestellwert 25 Euro in dem Fall. Egal, was ihr haben wollt. Ultra Instinct, mittlerweile geht der Hype Train los. Die Leute machen sich den Ultra Instinct mit Wasser und an geilen Tagen mit Milch, weil es schmeckt wie McDonald's Erdbeershake. Ich finde es absolut heftig. Wer die Aktion mitmachen möchte, kann bis Sonntag 0 Uhr mit dem Code Q+5 nochmal 5 Euro Sofortrabatt auf den Code obendrauf bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt rein theoretisch für 26 Euro euch was Schönes bei Loot Gaming kauft, bekommt ihr 25% Rabatt und 5 Euro Ersparnis. Es geht nur bis Sonntagnacht, es ist eine ganz kurze Aktion, die so schnell nicht wiederkommen wird. Ich kann es euch nur empfehlen. Das heißt, wenn wir uns dann mit Loot eingedeckt haben, muss man natürlich überlegen, wie das jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. In Warzone haben wir unglaublich viele Probleme. Die DMR-Meta und die MAC-10-Meta und die Diamati-Meta ist in dem letzten Update etwas runtergefixt worden. Dieses Update hat Raven Software um die 2 Monate oder 1,5 Monate gekostet. Diese Apps, ich sag mal, unwirksam zu machen, zumindest temporär, hat die Leute 4 oder 5 Tage gekostet. Dazu kommt, dass wir ja unglaublich viele neue Eindrücke von Images und Bildern haben zur neuen Warzone-Map. Die, und das haben schon viele gesagt, die Bilder gesehen haben, auch Sanatorium gesehen haben, die neue Dirty Bomb Fireteam-Map. Es sieht aus wie Blackout 2.0 in Ultra HD. Die Farbgestaltung ist super, ich freue mich riesig drauf, es zu spielen, es zu testen, die neue Map zu testen. Aber solange das Problem mit den Hackern und allem, was wir dazu haben, genauso bleibt, ist es egal, wie die neue Map aussieht, wir alle werden dann wieder nur enttäuscht sein. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen, es ist nicht so lang wie uns, aber ihr habt die wichtigsten Infos über die Entwicklung von Activision und den neuen Apps. Lasst gern ein Like da, lasst gern ein Abo da, ich bin raus, haut rein.